wo gehören die Pipes rein? In das Ding hier, glaube ich, ne? Inneres, Inneres? Ich glaube schon, Pipes. So, stell schön viele Engines her. Gut, wir wollten noch Mauern bauen, wir wollten noch... das mit dem Eisen. Das ist zu wenig Eisen. Das wollten wir auch noch machen. Und Kupfer war was, ne? Haben wir Kupfer angebunden? Nö. haben null Kupfer gerade. Null ist ganz schön wenig. Ich hole mir mal ein paar Fließbänder. Fließbänder? Fließbänder. 250 müssen reichen. Dann brauche ich aber auch noch mehr hiervon. Dafür brauchen wir mehr Eisen und mehr Zahnräder. Also wieder Eisen. So, 200 Zahnräder. Ist gut. 5 Mining Drills ist doof. Ich brauche eine gerade Anzahl. 6. Kupfer. Das Kupfer wird jetzt hier abgebaut. Hier unten rumgebracht. Und dann von hier aus zu den Schmelzöfen. Und hier müssen unbedingt neue Strompfosten hin. Du weg, du hin. Du weg, du hin. So, 6 Stück. Bauen wir die mal einigermaßen sinnvoll, dass hier alles verbraucht wird. Du bist falsch. So, so. So, so. Da stehen wir selber im Weg. So, gucken wir mal. Du legst bitte da drauf. Du machst hier einen Knick. Läufst da rum. Du gehst da hoch, du gehst da hoch. Schauen wir mal, wie regelmäßig das füllt. Ah, da hinten ist ein Stau. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. 4... 4. Irks, das sieht komisch aus. Ja, ist okay. Kupfer ist ja eh nicht ganz so wichtig. Es fühlt sich schnell genug, das ist das Wichtigste. Und ich hätte richtig gerne Langstrecken unterirdische Förderbänder. So für hier einmal unter Wasser durch. Das wäre schick. Aber dann halt erstmal so. Auch nicht schön, aber praktisch. Weg. Am fiependen Roboport vorbei, der noch gar nichts macht oder fast gar nichts. Haben echt einen guten Job, die Roboter gerade. Sitzen den ganzen Tag rum. Ab und an müssen sie mal irgendeine doofe Mauer reparieren, weil da wieder Aliens gegengebissen haben. Oder das war's auch. Bäume weg. So, wie binden wir das Ganze jetzt an? Erstmal reißen wir die alte Anlage ab. Sonst rege ich mich jedes Mal, wenn ich hier dran vorbeilaufe, auf, dass irgendjemand da so einen Unsinn gemacht hat und es nicht wegräumt. Und dann räume ich selber nicht weg. Okay, das noch. Du kannst weg. Du kannst ersetzt werden. Die können alle weg, oder? Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Du wirst ersetzt. Auch wenn wir hier gar keine Strommasten mehr brauchen, aber gut. So, und den ganzen kleinen Frieselkram hier. Weg, weg, weg. Alles weg. Oh, der Strommast hätte stehen bleiben sollen. So, Sachen auf dem Boden aufheben. Weg. Dich müssen wir noch ersetzen. Der Splitter hier ist total sinnlos. So. Oh. Du weg, du weg. Bäume weg. Ich wollte eigentlich Kupfer machen. Jetzt bin ich schon wieder beim Eisen gelandet. Oh, na gut. Du dahin, du dahin. Weiter aufräumen. Na, nicht doofes Armband-Ding. Geh weg. Armband? Inserter halt. Du weg, du weg, du. Und dieses komische Netzwerk entwuseln wir auch mal.
So, sieht schon besser aus. Hier unten noch nicht so ganz, aber ja, das Wichtigste haben wir schon mal. Also Kupfer kommt an. Wo wird Kupfer verarbeitet? Wir könnten das Ganze jetzt wirklich so machen, dass unten nur Eisen gemacht wird und oben nur Kupfer. Klingt für mich auch nicht schlecht. Das heißt, wir reißen das einfach hier auseinander. Machen so. Das kommt nach unten. Macht hier. Macht hier einen Knick nach unten. Macht da einen Knick. Macht hier einen Knick. Ich krieg das hin, ich krieg das hin. So, und da muss jetzt so nach unten dingen. Und zwar von hier nach da. Okay, und da kommt die Anbindung von dem Kupfer ran. Du, hoch. Da ist schon wieder ein Stau. So. Darum, da rein. Gut, also, Eisen kommt jetzt links, auch wesentlich mehr als vorher. Kupfer kommt rechts, kommt hoch, kommt hier hin und dann werde ich hier nur Kupferplatten hergestellt. Staukram kann kurz aufgesammelt werden. So, die sind jetzt also durchgehend ausgelastet, das ist gut. Sind sie doch, oder? Alt. Alle sind am Glühen, alles ist gut. Haben noch keine Module drin. Das sollte ich echt auch mal, ne, demnächst wieder angehen. Module herstellen. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass die Versorgung wieder steht. Das ist gut. Also Eisenplatten werden jetzt mehr angeliefert. Kupferplatten werden überhaupt erst wieder angeliefert. Die, ne, waren ja aus dem Betrieb. Das heißt, blaue Tränke sind weiterhin Priorität. Und ich war noch nicht bei den roten Maschinenblöcken. Das ist auch irgendwie untergegangen. Grüne Ärmchen habe ich natürlich auch keine hergestellt. Das heißt, hier geht gar nichts mehr. Nie so schön. Stahl? Stahl haben wir ein bisschen. Rote Chips haben wir keine. Batterien haben wir zu viele. Das ist alles schon voll. Also um Batterien müssen wir uns echt keine Sorgen machen. Stahl und Ärmchen ist schon was anderes. Und rote Chips. Oh, was fehlt dir jetzt? Kupferdraht. Okay. Also einmal Inventar voll machen mit Kupferdraht. Warum? Oh, du bist falsch rum. Du nimmst bitte raus. Kupferdraht. Und du nimmst eh schon raus Kupferdraht. Ja, das ist nicht gut so, oder? Nee, an der Stelle ist es eigentlich nicht gut. Eigentlich müssten wir es so machen, dass diese Maschine durchgehend Kupferdraht produziert. Und wenn es hier zu einem Stau kommt, weil die Chipanlage kein Kupferdraht mehr haben möchte, dann wird es erst abgeräumt. Bauen wir später. Erstmal hätte ich gerne Kupferdraht. Und wir haben hier irgendwo auch noch eine Kiste gehabt, oder? Habe ich die schon geplündert? 474. Ja, das können wir kurz mal mitgehen lassen. Her damit. Und obenrum wäre ein bisschen praktischer gewesen mit dem Kupfer eigentlich. Ja. Aber ne, es ist halt so gebaut, dass es später für den Bahnhof ist. Dass hier jetzt gerade ein Kupferfeld ist, ist ja nur temporär. Das ist ja bald weg. Und werden auch die ganzen Anlagen hier wieder abgerissen. Das Einzige, was bleibt, ist hier der Schmelzofen und hier oben die ganzen Fabriken. Kupferdraht, genau. Kupferdraht fehlte bei den roten Chips. Und Eisenplatten fehlen hier, richtig? Ja, gut. Kupferdraht, Kupferdraht. mir fällt gerade ein, wenn wir zu viel Kupferdraht haben, dann schnappen wir uns doch einfach ein... Wir haben keinen Smart Long Arm Inserter. Aber das kriege ich hin, das kriege ich hin. Warte... Wir machen... Das hier wird gar nicht gebraucht. Wir nehmen uns hier einen Smart Inserter. Dafür haben wir keine grünen Chips. Warte mal. Ich
Ich mobs mir ein paar grüne Chips. Bauen wir davon ein. Module werden kurz abgebrochen. So, du nimmst dir bitte. Wo wollen wir überhaupt hin? Da oben wollen wir hin. Du nimmst dir bitte hier Kupferdraht und legst es hier auf ein Fließband. Das muss irgendwie auf das innere, äußere Fließband. Wie kriegen wir auf das innere, äußere Fließband dich rauf? Mit einer Kurve und Untergrundbelz. Wir brauchen rote davon. Du hast hier bitte einen Knick. Da bitte einen Knick. Fährst da lang. Da rum. Oh, das wird nichts, oder? Also ich mach's erstmal groß. Klein machen können wir es danach immer noch. So, Müll aufräumen. Gut. Ja. Ja, so geht das. Okay. Untergrunddingensbummens. Da rein, da raus. So, und jetzt wird's da innen abgeliefert. Testen wir. Stellen dich ein. Du nimmst bitte Kupferdraht. Jetzt klaute den grünen Chips den Kupferdraht. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass hier immer Kupferdraht ist. Das heißt, die müssten einfach nur schneller arbeiten. Oder der eine hier müsste schneller arbeiten. Ja, Kupferplattenanbindung. Ich gebe es auf. Also, bei den Rohstoffen, das mit den Robotern machen zu wollen. Ich weiß, ich habe noch keine Roboter gebaut, aber ich traue denen einfach nicht. Ich mache das jetzt so, wie es, ne? Der Meinung vieler Leute schon von vornherein hätte machen sollen. Ich automatisiere das mit den Rohstoffen. Also ich hätte gerne Kupfer. Das ist doof hier, das ist viel zu nah dran. Zwingt mich ja keiner so zu machen. Ich zerstöre mal ganz kurz ganz viele Kisten. Oh oh. Ich wusste, dass es komisch aussehen würde, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so komisch aussehen würde. Friss mal ganz kurz Tonnen von Eisen. Ich hätte echt nur gedacht, dass ein bisschen was drumherum liegt, aber das ist ein bisschen doof. So, also einmal aufräumen. Sogar zwischen den Rohren ist es gelandet. Es fliegt ganz schön weit. So, nom 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 nom. Eisenplatten, so. Ich wollte das eigentlich nur alles abbauen, kurzfristig. Sogar hier zwischen. Oh. Ja, also es ist definitiv keine gute Idee, Kisten abzubauen, wo so dermaßen viel Rohzeug drin ist. Ich hätte gerne eine Storage Chest, dafür brauche ich eine Smart Chest, dafür brauche ich eine Steel Chest, dafür brauche ich Stahl. Und dann mache ich jetzt einfach eine Storage Chest, wo das Ganze eingelagert wird von den Robotern, wenn es über ist. Dafür brauche ich Stahl. So, gib mir Storage Chest. Storage Chest, komm. Wo ist unser Großlager später? Ja, hier unten haben wir Erzverarbeitung, hier haben wir die ganzen Fabriken, hier haben wir Energiegewinnung, hier haben wir Erdöl. Wo ist unser Lager? Das hier wird alles später frei. Ist da ein Roboport? Ja, ist Abdeckung von zwei Roboports sozusagen sogar. Und ja, es sollte zentral sein, das habe ich auch vergessen. Damit sie nicht so weit fliegen müssen. Könnten das einfach hier so machen. Also zwischen Energiegewinnung und den Fabriken ist ja Platz. Noch. Also machen jetzt einfach hier Kisten hin. So, da kommt Eisen rein. Da kommen Fließbänder rein. Passive Provider Chest. Oh. Ich glaube, die Roboter nehmen die Sachen für Fabriken nur aus Passive Provider Chests. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie wir das handhaben. Aber erstmal haben wir jetzt einen Platz, wo wir die Eisenplatten hinschmeißen können. Weil es kommen ja noch immer mehr nach. Das ist ja das nächste Problem.
So. Und Tar ist gleich wieder voll.